Zurück zu Fallout. Ach, wie war euer Wochenende? Erzählt doch mal, Mensch, hey. Meins war ziemlich chillig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Das ist jetzt schon wieder 3 Tage her, dass ich aufgenommen habe. Ich muss kurz die Turbine direkt hochdrehen hier vom PC, komm. Damit er ein bisschen schnaufen kann. Was wollten wir machen? Ich hab's vergessen. Wir hatten eigentlich einen Plan, ne? Nun ja, wir gehen einfach. Ja, wir gehen einfach mal noch hoch nach Sanctuary, um unser Zeug abzugeben. Ja, das Wochenende ist schon wieder vorbei. Aber ich hoffe, ihr habt das chillig verbracht. Wir waren ganz viel draußen, haben draußen rumgefuhrwerkt, gearbeitet im Garten, Schrägstrich Hof. Ah, Bäume gefällt und so Jumble. Und jetzt tut mir alles weh, aber so gut alles weh. Ihr kennt das ja sicherlich, ne? Wenn man so richtig schön gewerkelt hat und dann die Beine, Arme, Hände und so wehtun. Und das ist schä. So muss es sein. Also, Kram abgeben. Was macht ihr denn hier drin? Die Mutter Murphy ist am Hämmern. Haben wir nicht eine Puppe gerade letztens gefunden? Kann das sein? Wo ist denn die? Ist die bei Diverses? Lass die bitte bei Diverses sein. Da war sie. Alter, hab ich Auge, hä? Hab ich Auge da? Das hat keiner von euch gesehen, ja, ich weiß. Und aber noch eine. Aha. So. War das jetzt eine Puppe oder der Roboter, der Roboter war es? Und das war's, glaube ich. Da war noch irgendwas gestanden. Ah, das Männchen, okay. Ach ja, und diese Bücher haben wir auch noch. Es hat sogar jemand von euch geschrieben, dass ich ja die Ständer gar nicht mehr voll gemacht habe. Das Problem ist, dass die irgendwann voll sind. Aber jetzt ist ja noch ein bisschen Place. Anleitung für Holobänder, können wir das da auch reinmachen? Ne, das wiegt ja gar nicht, der Scheiß. Liegen die Dinger generell nichts? Ist sogar 100 wert. Okay, ich lege die noch kurz ab. Das hier noch und das hier. Jetzt haben wir das gleiche. Was war das hier? Aha, keine Angst. Irgendwelche Notizzettel. Das wollte ich ja auch mal leer räumen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich will. Okay. Das Ding ist voll. Sieht sehr cool aus. Also die Designs sind echt edel. Will ich das mal an. Wow. Alter. Die schießen Strong! Du Fischgesicht, Digga, die schießen doch da hinten. So los. Ihr habt doch eben geschossen. Also was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist auch so ein blöder Druck für die Kackviecher. Die nerven mich jetzt schon ab. Das ist glaube ich hier, ne? Ja, da sollen sie essen. Und nirgendwo anders. So, den Baum da noch weg. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, war ich schon. Kenn mich aus, kenn mich aus. Das habe ich alles erfunden in Grey Garden sozusagen. Ach ja, leveltechnisch habe ich irgendwas geskillt, was eigentlich. Ne, was hier, uns hier gar nicht weiterhilft. Gut, wir gehen jetzt mal zu Nigel. Dafür brauchen wir noch den Chemieanzug, diesen Schutzanzug. Ich weiß nicht, ob der jetzt. Hier. Oder gibt es noch einen anderen? Ich glaube, es gibt nicht noch einen anderen. Da unten war noch irgendwas, ja. Doch nicht. Ja, dann nehmen wir den einen mit, diesen Chemikalienanzug. Der hilft uns nämlich, oder der schützt uns vor der Strahlung. Wir müssen kurz gucken, was wir dann dafür ausziehen. Ich weiß es gar nicht. Wenn ich den jetzt anziehe. Shit, da wird alles ausgezogen. Und wir können nicht mehr tragen. Um Gottes Willen. Das ist echt Kacke. Das ist schlecht. Also wir brauchen den Anzug, weil da drüben ist die Verstrahlung zu krass. Okay, das ist echt kacke. Das habe ich nicht gewusst, dass es uns so viel wegnimmt. Beziehungsweise, dass unsere Taschen doch so viel ausmachen. Also auf 310 fallen wir. Das heißt, wir legen einfach noch ein bisschen was ab, dass wir trotzdem alles mitnehmen können, für alle Fälle. Dass ich im Notfall den Kram wieder anziehen kann, und schnell, ja, mir was einschmeißen kann. Stealth Boy, einer weg. Wiegt der eh 1 Kilo und da bist du. Ne, wir lassen das mal. Vielleicht brauchen wir da hinten die Stealth Boys, das weiß ich gerade nicht. So, die Karottenblume, leuchtende Pilze. Blutpaket noch weg. Jetzt haben wir es ja fast. Und dann legen wir einfach noch. Ach, das legen wir jetzt ab, bis wir jetzt echt noch eine Waffe ablegen. Das haben wir jetzt aber sehr unrecht. Ach, oder wisst ihr was? Wahrscheinlich brauchen wir die Gamma-Patrone da hinten wirklich nicht. Was wiegt die? 4,6, 4,8, das wäre ja passend. Dann lege ich die weg.
Das hier war unser. So, dann mache ich die weg und dann passt es. Den Rest nehmen wir, wie gesagt, trotzdem einfach so mit. Die restlichen Waffen und vor allem Klamotten. Und dann ziehen wir das Ding jetzt mal direkt an. So. Und reisen zum leuchtenden Meer. Das ist hier unten. Da unten können wir es betreten. Da kommen, da waren wir doch schon, ja. So. Da ist es noch ziemlich krass. Also da laufen halt voll die übelsten Hardcore-Viecher hier rum. Das ist dann jetzt ein bisschen blöd mit, der Ausrüstung, die wir dabei haben. Aber wir haben ja Strong am Start. Also das sollte ja eigentlich passen. Strong ist ja ziemlich krass. Ah, ja. Wer am Donnerstag und oder am Freitag da war, hat... Leuchten Schaden, ja. Aber jetzt nur noch eins. Und ich nehme jetzt ein Stingray. Ja, der hat das coole, ultra nice neue Spiel gesehen, das ich von der Scout geschenkt bekommen habe. Vielen Dank nochmal an dich. Und zwar Surviving Mars. Das ist so ein geiles Teil. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was haben wir denn da hinten noch nicht erkundet? Wartet mal kurz. Ich dachte, wir hätten ja schon alles erkundet am Rand. Ah, Mensch, hey. Da fehlt einfach noch was. Wisst ihr was? Ich ziehe noch unsere normale Kleidung an, solange wir nicht mehr Strahlung futtern. Dumm, dumm, dumm. Oh. So. Ja, dieses Surviving Mars ist echt richtig geil. Oh mein Gott. Da werde ich euch demnächst auch ein bisschen was zeigen auf YouTube. Sind da vorne etwa Feinde? Haben wir schon an dem... Ach, an dem Ding waren wir auch nicht. Okay, dann ich gehe jetzt nur noch das hier entdecken. Ich will jetzt nicht noch mehr machen. Robotics. Ah, shit. Level up. Haha, danke fürs Level up, du Lurch. Ja, wir gehen direkt. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ho, 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 ho. Pomelo. Ist das Vieh jetzt weg? Oder kommt es, sucht uns das? Strong, lass uns einfach gehen. Strong, es ist so eine riesige Todeskralle. Das ist alles gut. Komm mit, schnell, schnell, schnell. Was ist das? Oh Gott, kommt die Bruderschaft jetzt angeflogen, killt die Todeskralle oder was? Na, warum nicht? Warum nicht? Sollen sie ruhig machen. Shit. Also, solange wir nur eins fressen, lass... Ah, bestimmt über uns, ne, auf der Brücke. Okay. Solange wir nur eins fressen, lasse ich auf jeden Fall die Dinge weg. Ihr habt mir vorgeschlagen und habt mich gefragt, ob ich es nicht auch mal mit Joypad, also mit einem Gamepad spielen kann. Ich habe... Also Fallout schon, Fallout 4 damals komplett auf der Xbox One durchgedödelt. Also ich weiß, also falls ihr das machen wolltet, damit ich diese Erfahrung mache, das wäre nicht nötig, weil ich es eben schon zu, ja, ich kenn's. Aber falls ich es einfach doch trotzdem mal für euch machen sollte, kann ich es natürlich dennoch gerne machen. Immer noch nur ein Rad, okay. Das regelt wohl doch sehr, das Red Axe. Brauchen wir etwa gar nicht, den anderen Schotter. Hier kommen 100 pro Radskorpione, das ist klar. Hier ist die Atombombe eingeschlagen. Übrigens für alle, die es nicht wissen. Also das hier, soll man auf der Karte eben erkennen, dass genau hier der Einschlag war. Na, deswegen ist hier hinten auch noch so vieles eher intakt, wie jetzt halt hier. Der ganze Schotter ist komplett niedergemäht. Da haben wir hier schon mal einen Kirsche. Oh fuck. Ghule. Ultra viele Ghule, habt ihr gesehen? Ich schmeiß einfach da eine Nade rein. Ist die reingeflogen? Ajo! Oh Gott, wer ist der König hier im Land? Edel, edel. Sind die irgendwie größer, die Ghule? Achtung, Strong. Ach du Dödel. Die Ghule sehen irgendwie größer aus als sonst, kann das sein? Oh shit, kommt man da nur von oben rein? Das kann. Nee, 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 das ist nicht wahr, oder? Oh, sieht so aus. Oh, ach guck mal, wir sind hier oben. Das hier ist der obere Bereich, der... Hoffentlich kann ich da reinschmeißen. Oh, shit, Mann. Das ist der obere Bereich der Kirche. Der Kirche. Gehen wir mal direkt runter. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts aus, dass ich nicht jetzt direkt nach der Mission gehe, sondern eben versuche jetzt hier ein bisschen zu pimmeln. Oh, hallo. Gut, renn halt lieber mal davon. Ja, er ist nicht anzufassen. Oh shit, oh shit. Man muss ihm direkt die Beine abkrippeln, dass er nicht mehr hinter uns herkommt. Hier kommt Critical auf deine Kackbeine.
Immer noch ganz, oh Gott. Weil sobald er sich hingelegt hat, ist alles gut. Man kann er nämlich ein bisschen chillen. Naja, Strong, komm halt mal her. Ach so, und hier kommt man dann raus, dementsprechend, alles klar. Dann gehen wir mal unten weiter noch rein. Ich lass dir mal da oben chillen. Ach, weißt du was? Hier. Halt so ruhig, gell? Wow, wie wenig Damage das Ding macht. One. Oh, oh, Radix kriegt nicht mehr. Immer noch nur eins. Was ist denn das? Weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie besser ist als unser anderer Schotter. Nee. Oh. Wir sind zwar immer noch in Gefahr, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass da keiner in Luft kommen kann. Wir sind versteckelt. Geeignete Blutprobe, sehr schön. Damit haben wir so viel Cash gemacht mit dem Zeug. Da unten dreht sich ein Bein im Kreis. Wir sind immer noch in Gefahr. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich... Ah doch, da unten ist noch einer. Boo. Hey, das ist so einer, der rennt ganz schnell. Oh Gott, ist das eklig, wie der rennt, ne? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist echt... Aha! Es ist echt widerlich, wenn man so hinterhergerannt... Wenn dir da so einer hinterher rennt. Ich find's echt, dass das... Ah. So, du Beach. Du brauchst gleich Treppe, du... Den braucht er eigentlich jetzt schon. Ohne seine Beine. So, das... Boah. Das ist echt ein fieses Teil. Den nehme ich mal mit. Letztes Mal habt ihr mir ja geschrieben, dass ich da ein bisschen Huddel gemacht habe, dass ich das andere Ding nicht mitgenommen habe, dieses Offizierssäbel. Offizierssäbel. Oh. Weil ich ja mein Ultra-Werkzeug abgegeben habe. Also hätte Sinn gemacht, das zu nehmen, was ich da gefunden habe. Habt ihr vollkommen recht, aber ich habe es leider nicht gerafft in dem Moment. Aber naja, wo ist der Safe? Okay, ist der. Strong, bitte. Du bist jetzt da. Verarschst du mich? Strong ist jetzt bei uns. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Gerade jetzt, wo wir richtig am... Ach, wisst ihr was? Eigentlich soll ich das alles gar nicht mitnehmen, weil ich doch, falls ich den Anzug anziehen muss, dann nur verlangsamt werde. Shitty. So, Red Away und Red X. Und dann futtern wir noch was. Haben wir irgendwas Leckeres dabei? Ne. Ja gut, dann nehme ich einfach ein Stimpack. Wo ist der Safe? Wir haben ein bisschen Schlüssel für den Safe, aber keinen Safe. Sind hier vorne drauf? Ne, habe ich schon geguckt. Maddox. Auch nicht schlecht. Komm, wir müssen den Schlüssel, den Ding finden. Den Safe. Bestimmt hier. Hier irgendwo? Safe? Da ist er. Wahahau. Oh nein. Wollte ich nicht mitnehmen, mal ein Versehen. Die verkackte Pistole. Und das? Wir haben das Ding immer noch dabei. Nee. Ach komm, ich bin so bescheuert. Oh. Warum Menschen mögen Kronkorken so gerne? Okay, Strong, warte ganz kurz. Ich bin so dumm. Wir können uns ja gleich wieder hinporten. Oh, habe ich das schon. Das haben wir schon entwickelt. Gefunden. Ich bin so bescheuert, ne? Wie der da steht. Stehen geblieben, Sir. Oder schieße. Ja, ich habe diese dumme Maschinenpistole noch dabei, die wir mal bedessern wollten, was wir jetzt schnell machen. Und dann können wir sie weglegen. Das Ding wiegt 14 Kilo. Da hätten wir die Plasma-Ding gar nicht weglegen müssen. Ah. Naja. Naja, naja, naja. Der Mutter wird krank. Die haben wir schon bedesselt. Die ist schon bedesselt. Dann weg damit. Einfach weg mit dem Scheißding. Die legen wir halt in das Teil hier, wo wir ja Sachen drin liegen. Nee, die legen wir hier rein. Wo wir Sachen drin liegen haben, die wir vielleicht benutzen. Aber ich mach's lieber hier. Guck direkt, ob ich diesen Billardköner verwursten kann. Ja, passt schon. Und dann sind wir nämlich an bei unter 200. Unter 300 meine ich. Läuft. So, okay. Und jetzt können wir es wieder direkt zurück teleportieren. Das machen wir für die Unannehmlichkeiten, Leute. Zack und zack. Ja, gerade am Donnerstag, ich glaube, da habe ich das
dieses Mars-Spiel habe ich euch dann das erste Mal gezeigt und da haben wir schon echt reingenudelt. Ich glaube, ich habe 3 Stunden nur noch dieses Spiel gespielt, also nachdem dann die ganze CSGO-Kundschaft weg war, keine Sorge. Und das Spiel ist zumindest im Moment für mich gerade der Wahnsinn. Ich könnte das die ganze Zeit spielen. Ich konnte nicht aufhören. Wir haben irgendwie gesagt, ja, okay, wir machen um 4 Uhr aus. Und dann war es irgendwie halb, da habe ich gesagt, okay, nee, 4 schaffen wir nicht, aber dann machen wir 4:30. Und dann, okay, nee, 5. Und dann, okay, 4:45. Und dann habe ich wirklich ausgemacht, weil ich einfach musste. Weil ich halt, ne, meinem Grill versprochen habe, dass wir am Samstag, das war dann von Freitag auf Samstag, diese ultralange Nacht, dass wir samstags was machen halt im Hof, ne, und hin und her. Und da kann ich ja nicht dann irgendwie bis Nachmittag schlafen. Und dann habe ich halt ausgemacht. Aber es war so cool. Oh Gott, das Spiel macht so Spaß. Das ist Wahnsinn. Ich wollte es dann eben direkt ein bisschen weiterspielen, aber dann ist mir aufgefallen, Moment, nein, kann ich. Ich habe hier noch einiges aufzunehmen, denn Fallout ist auch wieder ausgelaufen. Gott, steht da hinten irgendein Riesenvieh? Nee. Hier sind Ruinen, ein abgeschütztes Flugzeug, wo irgendwie, oder von dem nichts mehr übrig ist, also. Wir gehen noch das andere Flugzeug da drüben an und dann gehen wir noch zu dieser, ja, da drüben hin halt. Generell zum Ziel. Ist das hier irgendwie matschig? Sieht doch ziemlich trocken aus, aber es klang kurz so. So magic. Leuchtende Blöfliege. Ne, ne, mach du ruhig da. Obwohl, ist da unten irgendwas? Das sieht so cool aus. Glaubt ihr, da ist irgendwas? Blutkäfer. Bleib nur bloß fort mit deinem Scheiß. Oh, hier ist ein bisschen mehr übrig. Geil. Da können wir reingehen. Ah, Lampe war schon an. Ich wollte sie eben anmachen. Skylines Flug 1665. So, man muss nur rufen, damit man reinkommt. Okay. Komm ich da durch? Nee. Wir brauchen einen anderen Eingang. Ich lasse den Kram mal liegen, ne, wisst ihr, wegen Gewicht. Obwohl wir jetzt ja ein bisschen Plus haben eigentlich. Wegen der Wumme, die wir weggelegt haben. Strong, bitte block mich nicht, du Brankert. Immer schön ducken und gucken, ob uns hier irgendwas gerade oder gleich angreift. Ob wir gesichtet wurden. Oh. Das untersuchen wir gleich. Nur schick, dass irgendwas passiert. Wenn wir das drücken. Haarklammer, sehr gut. Haben wir da überhaupt schon wieder über 100 geschafft? Ja, ne? Irgendwann hatten wir, glaube ich, mal ganz kurz einen Mangel an Haarklammern. Aber mittlerweile. Oh. Aber ich glaube, mittlerweile sollten wir echt viele haben. Wir machen aber eine Speicherung und machen das mal. Okay. Kann man gut vorstellen, dass es irgendwas anzieht. Ich speichere direkt nochmal volle Pulle. Ah, wir können hoch. Flugschreiber. Netzübertragung. Heißt dieses Pfeil jetzt so? Ja. Hör doch mal rein. Nähern uns Boston von Westen. Haben hier schwere Boston. Böen. Sollte aber kein Problem sein. Fliegen Landebahn 2 an. Kurs. Was zum Teufel ist das? Ein helles Licht im Norden! Ha. Bestimmt bitter für Flugzeuge, wenn da auf einmal sowas passiert. Weil wahrscheinlich auch, also jetzt neben diesem hellen Blitz, der einen komplett erblinden lassen kann, ne, wenn man, je nachdem, wie nah man dran ist. Und der ganzen Hitze und Explosion und der ganze Schotter. Ich weiß nicht, ich denke, auf Flughöhe ist das nicht so tragisch, aber die wahrscheinlich. Wow. Wahrscheinlich spielen auch die ganzen Anzeigen dann verrückt, oder? Das ist doch auch direkt elektromagnetisch dann ein starker Tobak. Hallo. Der fliegt hier durch. Was ist denn das da hinten? Eine Pyramide oder was? Um Gottes Willen. Schaut mal, wie weit wir schon aus der Map rausgelaufen sind. Ist echt eine interessante. Oh no. Es ist nicht mehr interessant. Ich finde es nicht cool. Hier sind Radskorpione. Wisst ihr noch, als mich mal dieser eine erschreckt hat? Ey, warum habe ich diesen behinderten Anzug mitgenommen? Hier ist die ganze Zeit nur ein Rad. Das ist doch. Auch mit Anzug ist es eins. Das ist doch lächerlich. So, right away, Red X. Weiter geht's. Was ist denn da oben drin? Ich will kurz gucken. Das hat er sich schon verbuddelt. Er hat mich schon gesehen. Da ist jemand drin. Hat er das gesehen? Da liegen 2 Leute drin. Oh, fuck, die. Ah, lächerlich. Lächerlich.
Oh she, oh she, oh she. Oh she. Ach, da hinten ist der Augenbot. Ja, die haben mich damals ultra erschreckt. Selbst gerade eben dieses Puff hat mich kurz erschreckt, obwohl ich wusste, dass es passiert. Kannst dich da nicht verwundern, ne? Mitten im Metall. Du Dummkopf. So viele Menschen. Kronkorken für die Reiche. Oh. So. Wie hieß das gerade eben, was wir gefunden haben? O'Neill Family Manufacturing. Aha. Habt ihr auch einen Eingang da unten, ihr O'Neills? Da oben. Irgendwo, kann man da rein? Schade, das sah so vielversprechend aus, eben mit der Tür, dass man da rein kann. Da ist voll der coole Kram und unten ist es noch intakt. Was ist das? Ey, da muss ich jetzt noch hin. Was ist das für eine Scheiße da? 100 pro 8 Millionen Todeskrallen gleich. Macht euch bereit. Direkt wieder speichern. Sorry, dass ich gerade so viel speichere, aber das ist... Es ist noch nicht mehr irgendwie gruselig, ne? Weil es jetzt halt doch... Es ist dann recht hell hier und so, also es hält sich in Grenzen. Aber es ist schon echt eklig. Was ist denn das für ein Ding? Ich erinnere euch, es ist so eine Aufbewahrungssache für irgendwas. Wächterplatz. Gottes Willen, Wächterplatz. Wächterplatz, Priestgott. Man kann da rein. Sollen wir rein? Sieht echt cool aus, das Ding. Kann sogar hoch. Komm, wir gehen rein. Guck mal, was soll's? Wir gehen jetzt rein, die Geschichte. Ich will sehen, was das ist da. Auf! Blub. Hoffentlich was ultra krasses, wie so ein Easter Egg oder so. Irgendwas, was uns jetzt total überrascht, na, das war voll überrascht sein. Und? Oha, oha. Das ist irgendein Bunker. Irgendein überkrasser Bunker. Oh, um Gottes Willen. Maulwurfsratte. Mensch, sei ein guter Kämpfer. Ja. Sei jetzt Strongs Anführer. Ah, Strong, das freut mich aber. Außer. Oh! Alter, das ist Strong, du Fisch, das ist Alter. Geh ruhig runter, Strong. Geh ruhig runter. Baba. Baba, Strong. Ach Gott, wie bescheuert ist denn das, ey? Ich meine, wie krass ist denn das hier? Das ist irgendein Bunker, so eine Bunkeranlage. Oder ähnliches. Ghule sind hier. Ist das cool? Ist das cool? Ja, ich habe noch ein Level Up, ich weiß. Ich will jetzt gucken, was das ist. Krass, ich finde das gerade voll neu. Perfekt. Perfekt. Du hast 5 Strahlungsresistenz. Nice. Perfetto mundo, exacto mundo, exacto Pedro. Evide. Gut, die Tür lassen wir hier mal auf. Oh. Nur ein Bad, nur ein kleines Toilettchen, noch nicht mal ein Bad. Was ist das hier? Direkt gucken. Sprengtür öffnen. Ich hab vielleicht lesen soll, was da steht. Nicht genug Strom oder was? Müssen während des Starts geschlossen sein. Während des Starts? Ist das vielleicht ein Atombunker? Ein Raketenabschuss-Silo? Haben die hier auch einen Vergeltungsschuss geschossen oder was? Das wäre echt richtig crikey, oder? Aber es sieht nicht so aus. Also oben ist es doch echt arg zugewitzt zum Lüftungsschacht. Ich meine, gut, okay, Lüftungsschacht kann man auch aufklappen. Gucken mal, die wahrscheinlich gehen die jetzt dann... Gut, diese Türen führen ja jetzt eh nur genau hier rein, ne? Hat man ja eben gesehen. Das sind diese Türchen, das sind die Teile. Aber halt, da kann man rein, da ist irgendwas. Das sind Computer, die an sind. Weg, feige Menschensau. Bist du behindert? Oder sind hier Menschen? Moment, bin ich der einzige Mensch, der hier ist, du Pisser? Zeitverschwendung. Ja, Zeitverschwendung. Voll merkwürdig hier, diese Facility. Mit irgendwelchen Bürogebäuden, die... Ja. Die, ja, mit Sprengtüren verschlossen sind. Wir können noch nichts... Also, ich wollte gerade immer die Laborstation, aber es geht gar nicht, weil wir... noch voll in der Kacke hängen, scheinbar. Gefahr und so. Ihr wisst... Ihr wisst Bescheid.
Gucken wir mal, was wir hier machen können. Ob wir irgendwas erfahren. Startsequenz abbrechen. Ah. So. Startsequenz ist abgebrochen. Das heißt, wir können jetzt oben in die Labore oder in die, die Büros rein. Und der Fahrstuhl geht wieder. Können wir jetzt hier einfach hochfahren? Ah jo. Tschüss, Tron. Hat er eine offizielle... Hat er eine Rüstung an? Sieht aus, als hätte er so eine Rüstung an. Wo war denn das erste Teil jetzt? Klebeband. Oh. Ah, ich dachte, irgendein Schlüssel für hier. Wartet kurz, ich muss nochmal darüber. Bin hier falsch. Und da sind wir. Jetzt will ich da mal geschwind gucken, was da unten so ist. Was ist das? Komm schon, jetzt will ich aber wissen, was hier gespielt wird. Ah. Ich scheine hier zu stacken. Tut heute kein Blut vergeben. Ich stack hier leider. Das ist ein bisschen Darm. Wir laden jetzt den Stand und gehen an einen anderen oder gucken, ob man den Stuhl da irgendwie noch wegmachen kann, der uns ja jetzt blöderweise geblockt hat. Hier müsste jetzt direkt das andere Stück sein. Genau, hier. Extra nochmal speichern. Ah, hier kann ich mich hinsetzen. So, Kapsel Beta, Startbericht. Die schlechten Neuigkeiten, wir haben alle beim Test verwendeten Mark 28 Einheiten irreparabel beschädigt. Die gute Neuigkeit, wir haben einen nahezu unerschöpflichen Vorrat im Munitionslager. Woher kriegen wir diese Dinge eigentlich? Sprengtisch schließen, Band abspielen. Jetzt habe ich die Tür hinter mir geschlossen. Okay. Wir schließen mal das, machen das Band hier und haben dann scheinbar eine Überbrückung, um die Türen zu öffnen. So, jetzt gehen wir eins zurück. Nehmen das Holoband. Holoband auswerfen, welcher Platz? Überbrückung der Sprengtüren. So. Vielleicht brauchen wir irgendwas, um eben diesen Vorgang der Sprengtürenschließung oder dieses Starts hervorzurufen, aber halt von außen. Das können wir jetzt wahrscheinlich von jedem Gerät, also wahrscheinlich auch hiervon. Holoband laden. Ich denke, das würde jetzt gehen, dass wir von hier die Sprengtüren... Können wir so von hier auch einfach schließen? Ohne eine Überbrückung? Ja, können wir. What the fuck? Gut, dann hat das dieser jemand wahrscheinlich... Ne, aber hier ist ja niemand. Okay. Wir kommen der Sache noch auf die Schliche hier. Und da oben. Hoppala. So, das ist das Ding, was uns ein bisschen gedödelt hat. Gucken wir nochmal, dass wir uns hier... Dass wir da irgendwie drankommen. Also. Kapsel Alpha. Wir haben noch immer Probleme, die Mark 28 Atombomben in unsere vorhandene Interkontinentalrakete zu integrieren. Hat höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass der Übergangskoppler nicht richtig einrastet. Ich werde mich an die Wartungsabteilung wenden, mal sehen, ob die was tun können. Auch wieder so eine Überbrückung. Weiß nicht, warum die diese Überbrückungsdinger dabei haben, aber jetzt wäre das schon mal geklärt, okay. Jetzt gehen wir einfach mal runter. Hallo? Oh. So. Ah, da unten kommt einer hochgedackelt. Dreckige kleine Ghule. Bam! Und Zeitlupenschuss. Fuck die Fuck. Und jetzt müssen wir hier unten noch gucken, was hier so abgeht. Da gehe ich auch gleich hin. Ich will nur auf dieser Ebene mal schauen. Also, hier ist eben der Fahrstuhl. Da waren wir ja vorhin dann ganz kurz. Damit dem fahren wir auch dann gleich wieder hoch. Ist hier sonst nichts mehr? Nichts mehr irgendwie Wissenswertes? Also, die haben hier auf jeden Fall Tests gemacht. Also, ja, mit Atombomben eben. Wir gehen mal runter. Hier ist eine fette. Kind des Atoms. Also ist das hier
Bunker, ein Testbunker gewesen. Oder zumindest dann doch eine Abschussvorrichtung und Abschussbunker. Oder, oh, okay, da geht's weiter. Strong, mach du das mal bitte. Ich muss mich hier umgucken. Da ist Wasser. Da ist Coca-Cola. Nee, nee. Ah, Strong. Geh bitte hier durch. Danke. Dann geh doch mal hier lang. Was haben wir denn hier hinten? Oh Gott! Leck mich am Ärmel, Alter. 800 Gude, die da auf einmal stehen. Boah, war das eklig. Schon wieder. Ich bin ultra erschrocken. Gottes Willen, Strong ist nicht da. Wer macht denn sowas, die Entwickler? Wenn die Spieler da hingehen, werden sie richtig geficken. Ha. Gott, ich weiß gar nicht, wie ich früher immer diese Horrorspiele spielen konnte. Beim Stehen und sich bewegen um 15%. Das ist der rechte Arm. Krass. Das Ding ist deutlich, also das ist echt stärker. Ich kann mir auch viel mehr Wert, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum ist plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung so wenig wert? Keine Ahnung, aber das behalten wir jetzt. Finde ich extrem merkwürdig. Gott, und auch das war doch extra inszeniert, ne? Dieser typische Ton. Dass man dann auch schön erschrickt. Gott, ich scheiß mich gleich ein, Leute. Es ist auch schon ultra spät, es passt wieder. Ultra spät, ultra dunkel. Hinter mir stampft die ganze Zeit Grognack der Barbar her. Der laute Warzenmann, hoppala, sollte Q drücken. Na, da können wir uns aufheilen. Schon wieder eine Leiche, Kind des Atoms. Die als solche gar nicht ausgeschrieben war, die Leiche. Ha. Schon merkwürdig, nicht wahr? Oh Leute, wir haben ja schon die 30 Minuten erreicht. Wir machen nächstes Mal weiter. GG.